Bruno Berner, ein Ereignis, der Dienstag, Josef Buckheim mit einer schweren Verletzung. Mal die erste Frage, wie geht es ihm? Ja, der Umsprechen gut mit der zertrümmerten Nase. Es war ein heftiger Aufprall, Kopf an Kopf. Das sieht selten gut aus im Sport. Und das war wirklich eine üble Aktion von dem Stürmer, von der Florenthalin, wo man bis heute kein Verständnis hat, dass er in so einer Aktion den Goalie attackiert. Der Josef ist rausgekommen aus dem 16er, hat früh genug angerufen. Unser Verteidiger ist auf die Seite und der andere zieht durch. Das war ein Testspiel total unnötig. Aber im Joe geht es den Umständen gut. Ich habe vorher mit dem telefoniert. Gestern haben wir noch Silo am Donnerstag, dass er sich noch ein bisschen mehr holen kann. Aber er ist wieder auf der Beine, guter Mut und schaut vorwärts. Wie hat die Mannschaft den Schock verdaut? Ja, am Anfang haben wir Mühe gehabt. Da gibt es nichts zu verdauen. Auf dem Platz sind wir alle abgesackt. Wir haben dann gleich den Match noch sauber fertig gemacht. Aber in dem Moment bist du mit dem Herz und mit dem Kopf beim Josef. Und das sind Bilder, die willst du einfach nicht sehen auf dem Platz. Vor allem nicht in so einem Spiel. Aber in der Summe kann man jetzt sagen, die Mannschaft ist dann gut mit dieser Situation umgegangen. Jetzt am Samstag, am Sonntag steht ein Spiel in Bern, im Wankdorf, auf dem Programm. Wie habt ihr euch darauf vorbereitet, auf das Spiel? Ja, wie gehabt. Der einzige Unterschied ist, es ist der einzige Gegner in der Super League, der auch eben seine Heimspiele auf Kunststrassen austragen kann. Das heisst, wir sind jetzt auch schon die ganze Woche auf Kunststrassen, respektive mehr oder weniger den ganzen Winter, weil unsere Rasenplätze das ja praktisch gar nicht zulässt. Also von dem her, kommt das uns entgegen? Die vielen Trainings auf der Kunststraße mit dem Wissen, die Kunststraße in Bern, das ist die schnellste Kunststraße. Das ist eine richtig gute, moderne Kunststraße. Besser als die wir hier in den Quartieren sehen. Also von dem her ist ein grosser Platz. Das müssen wir auch wissen, es ist ein sehr grosser Platz. Und dann das Stadion, Kulisse etc. Da tun wir uns sehr gut darauf vorbereiten. Wie gross ist Vorfreude? Weil jetzt ja das der Start ist eigentlich in die fortlaufende Saison. Ja, eine Woche später für uns. Wir sind dann eben, nachdem die Absage kam, ist gegen Servit, haben wir so ein kurzes Absacken gehabt wieder. Auch einen gewissen Frust und kurz geärgert, weil wir haben jetzt wirklich 10 Wochen auf dem Moment gearbeitet. Und jetzt haben wir uns wieder aufgelesen und jetzt eine lange Woche gehabt, um jetzt das Auswärtsspiel gegen Ibe können vorbereiten. Und die Mannschaft ist da, die Mannschaft ist bereit. Haben wir auch nochmal gezeigt mit dem eben Match am Mittwoch gegen Florenthalin. Und von dem her freuen wir uns, dass es jetzt endlich nach 11 Wochen dann für uns wieder losgeht. Wer aus dem Kader ist nicht einsatzfähig, außer dem Josef Buckheim? Ist der Adi Gantenbein, immer noch mit seiner gebrochenen Hand, die er ja auch eine Woche vorher sie eben gebrochen hat gegen Rapperswil. Sonst sind alle da, die wir haben. Noch etwas kleine bemerkte Statistik. IB hat aus 8 Spielen 20 Punkte geholt zuhause, Winterthur auswärts aus 8 Spielen 5. Kannst du da eine Antwort geben, die nicht eine Floskel ist? Wir haben einfach den festen Glauben daran, dass wir gegen jeden Gegner in dieser Saison punkten können. Und das ändert nichts, auch wenn wir jetzt am Mittwoch auf Bern gehen. Also wir wollen wie alle anderen auch jeden Match gewinnen und wir haben die innere feste Überzeugung, dass wir gegen den Gegner punkten können. Und das ist auch möglich gegen Ibe am Sonntag. Also von dem her, Statistiken sind da, wir wissen es, es gibt sie. Aber uns hat das am Sonntag schlussendlich nicht zu interessieren. Sonntag, 14:45, Wankdorf in Bern, BSC IB gegen FCW. Sam Balle, IB ausgebildet zu Bern. Heimisch gewesen und jetzt hier in Winterthur und jetzt am Sonntag zum ersten Mal im Wankdorf als Gastspieler. Wie ist das für dich? Ja, ich denke, es wird sicher etwas Spezielles sein. Wenn man dort aufgewachsen ist, haben wir noch ein paar Verbindungen mit den Spielern, mit den Leuten, die dort arbeiten. Und freue mich drauf. Jetzt hast du in den letzten Jahren, sagen wir seit 2018, ist von der Karriere her, ist Höhepunkt, dann wieder so ein bisschen unten durch und oft so rechte Ausschläge gegeben. Also du bist 2018, nachdem IB Meister geworden ist, bist du wie du 2018 selber auch noch Meister geworden. Hast im Finale gegen Luzern 2 Goal geschossen, der Levin Blum hat noch mitgespielt, der Aschari war bei Luzern. Und dann ist es so ein Höhepunkt gewesen, das erste Mal so sportlich. Ja, ich denke vielleicht sogar noch ein Jahr vorher, als wir Youth League zusammengespielt haben. Das war sicher der erste wirklich grosse Höhepunkt in meiner jungen Karriere. Und dann Meister zu werden mit der U18 war sicher etwas Spezielles.
Vor allem mit Spielern, die man so lange kennt, wo man zusammen aufgewachsen ist, praktisch jeden Tag gesehen hat. Und dann ist es weitergegangen. Ja. Nachher hast du einen Einsatz gehabt, wahrscheinlich statistisch, würde ich jetzt behaupten, bist du wahrscheinlich der beste IB-Spieler von der Effizienz. 12 Minuten gespielt und ein Goal, aber leider ein Match verloren. Wie war das in Lugano? Ja, es war so, dass ich am Anfang gar nicht wusste, dass ich aufgeboten werde. Es kam so zustande, habe mich natürlich gefreut, hat auch nicht gedacht, dass sie zum Einsatz kommen, aber nach dem 2-0, wo wir am Verlieren waren, hat der Trainer mich eingewechselt und hat gesagt, ja, mach das, was du am besten kannst. Und zum Glück habe ich die Chance bekommen, habe sie genutzt, aber das Spiel ist leider verloren gegangen. Nachher bist du ausgelegt worden auf Wiel, dort hast du Alex Frey als Trainer gehabt und auch gerade am Anfang, ein zweites Spiel gegen Thun, die haben einen Sieg und auch gerade ein Goal. Also auch wieder am Anfang. Und unter Alex Frey dann ein halbes Jahr und nachher zur Winterthur. Wie war das gewesen, unter Alex Frey damals in Wiel, dieses halbe Jahr? Sicher sehr, sehr lehrreich. Es war das erste Mal, als ich in einem professionellen Umfeld bin. Das heisst, weg von zu Hause, von der Komfortzone. Und professionellen Fußball gespielt mit erwachsenen Leute und am Anfang ist es recht gut gegangen und dann ist es, würde ich sagen, jetzt Höhepunkt und ein bisschen Tiefschläge gegeben. Aber im Grossen bin ich eigentlich recht dankbar, auch am Alex selber und am Club für das halbe Jahr. Und nachdem bist du Winterthur gekommen, in der Winterpause und dann gegen Chiasso auswärts, gerade wieder ein Goal im ersten Spiel, auch gerade wieder so eingeschlagen. Es ist ein anderes Umfeld als in Wiel. Wiel hat mehr jüngere Spieler. Ist, würde ich sagen, auch etwas toleranter als hier. Jetzt hat sich natürlich im letzten Jahr auch viel geändert, als wir in der Superliga spielen. Aber der Ralf Loos hat mir dann das Vertrauen gegeben und hat mich recht, von Anfang an recht gut gefühlt. Es hat mich gut aufgenommen und von dem her ist es dann im ersten Spiel gerade gelaufen. Ja. Nachher war es aber so, dann haben ihr, also nicht nur du, sondern auch andere Spieler, die dann fast nicht mehr eingewechselt worden sind oder spät, also ein bisschen wenig Einsatzminuten gehabt. Das hat dann mit dem Grund, dass der Ralf Loos dann musste gehen und Alex Frey ist gekommen und dann ist für dich dann viel, viel besser geworden. Wie war das, wo Alex Frey wieder gekommen ist? Also er hat er nicht können sein ohne dich, darum ist er auf Winterthur gekommen. Jetzt müsst ihr ihn fragen, kann es sein? Ja, wie du schon gesagt hast, beim Ralf Loos ist es mit der Zeit ein bisschen schwieriger geworden, auch für jüngere Spieler. Und als dann der Alex kam, ich hatte den Alex schon kennengelernt, ich wusste, wie er tickt, was er erwartet. Und von dem her ist es sehr gut aufgegangen. Hat die Mannschaft voll hinter sich gehabt und ich sage, das ist auch ein Grund, wieso wir aufgestiegen sind. Ein Highlight war ja das Aarau-Spiel, das 4-2, wo du das Goal gemacht hast, als Siske hast. Dort ist das Stadion explodiert. Dort haben wir das erste Mal das Gefühl gehabt, jetzt ist etwas möglich. Und bei euch, wie ist das bei euch in der Mannschaft? Ja, ich glaube, es war genau gleich. Es war wirklich die Bestätigung, die wir glaube auch gebraucht haben. Wir haben zwar immer das ein bisschen im Hinterkopf gehabt, daran geglaubt, aber für Spieler, die schon länger da waren oder den Club schon länger kennt haben, haben gewusst, Rückrunde ist immer etwas schwierig mit dem FCW. Und nach dem Spiel ist es eigentlich in jedem Spieler im Kopf drin, dass wir das können schaffen. Und in Kriens, der Aufstieg, ist das für dich bisher das Highlight in deiner Karriere, also emotional, oder gibt es noch Vergleichbares? Würde ich sagen, ja. Also, wenn ich sehe, wie die Meisterfeier war, war es absolut unglaublich. Ich konnte mit IB den Meistertitel feiern, ein Jahr vorher, im 2019, mit den Spielern. Das war auch ein Highlight. Natürlich auch als Fan, wenn man dort aufwächst. Aber jetzt persönlich, wirklich vor der Karriere her, war das wirklich das Highlight. Ja. Nachher hast du in der Super League einen schwierigen Start gehabt. Du bist oft eingewechselt worden, aber das erste Mal von Anfang an dann in Sion
gerade das Goal, Vinti hat gewonnen und du hast dich verletzt, der Lange hat dir das Bein gestellt, wo du durchgebrochen bist. Wie war das gewesen, nach dem emotional? Ja, recht schwierig, weil beim Tackling habe ich sofort gespürt, dass etwas nicht stimmt. Und das ist bei mir eigentlich selten der Fall. Und in dem Moment sind mir so viele Sachen durch den Kopf gegangen. Super Tag, gutes Spiel, endlich der erste Sieg und er verletzt. Und ja, bis auf die Diagnose habe ich eigentlich gehofft, dass es nichts Grosses ist, aber schnell leider anders eingetroffen. Aber habe auch diese Zeit komplett gut nutzen, auch mental und an meinen Schwächen zu arbeiten. Ja. Woher hast du Kraft genommen? Ja, ich sage sicher, die Mannschaft hat mich viel unterstützt. Der Club selber auch, hat immer nachher gefragt, wie es mir geht, war immer auf dem Laufenden. Natürlich Freunde und Familie, wo ich an den Wochenenden meistens kann treffen konnte. Ja. Was würdest du als deine Stärke bezeichnen auf dem Feld? Ich denke sicher Eisengeiss und Durchschlagskraft ist eine Stärke von mir. Und ich habe einen guten Schuss. Präzision ist manchmal noch ein Thema, aber da bin ich dran, ja. Dario Zuffi hat mal einen Ball geholt, in der Kassenhäuschen, wo er in der Mitte da aufs Goal geschossen hat. Und er hat dann dir gerufen, er hole dann den Ball für dich. Ist er der, der das Ball holt für dich, wenn es ein bisschen zu weit fliegt? Nicht explizit er, aber ich würde jetzt sagen, wenn wir mit im Training sind, haben wir meistens keine Zeit, den Ball zu holen, aber sonst macht das Spieler eigentlich selber. Jetzt, wo siehst du deine Lieblingsposition? Du bist ja überall einsetzbar im Sturm. Ja, ich würde sagen, es kommt auf das System drauf an, aber ich spiele eigentlich der, wo der Trainer mich einsetzt. Und ich fühle mich eigentlich auf beiden Positionen recht wohl, vor und auf der Seite. Jetzt am Sonntag in Bern auf der Tribüne, wer ist dort für dich die wichtigste Person als Zuschauer oder als Zuschauer, die dann dir zuschaut? Sicher die Familie, meine Mutter, weil die mich seit ganz klein unterstützt. Aber es werden so viele Kollegen und Freunde da sein. Wird ein bisschen schwierig sein, dort jemanden zu übersehen. Also ich hoffe, dass für dich vom Heiko eine emotionale Sache wird sein und auf dem Spielfeld dann auch. Und dass die Leute, die dir zuschauen, ein bisschen in den Zwiespalt kommen. Weil du vielleicht gut für die andere Mannschaft wirst sein. Das hoffe ich für dich. Das hoffe ich auch. Merci vielmals.